kommen nun zu Tagesordnungspunkt 27, Gesetzentwurf zur Stärkung der Stadtentwicklung. Hierfür haben wir diverse Wortmeldungen. Es beginnt Herr Staatsminister Schmidt für Sachsen, bitte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute über den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung. Die Ankündigung des Gesetzgebers einer umfassenden Baugesetznovelle weckte vor dem Hintergrund der Krise der Baukonjunktur seit nunmehr mehr als zwei Jahren sehr große Erwartungen. Der Anspruch war auch sehr groß: Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum, Ausbau der Digitalisierung, eine spürbare Beschleunigung der Planungsverfahren, besseren Klimaschutz und eine Anpassung an den Klimawandel im Städtebau. Ich betone zunächst, dass Sachsen das grundsätzliche Ansinnen dieser Reform begrüßt. Der vorliegende Entwurf enthält Ansätze, um das Bauwesen in Deutschland zukunftsfähig zu gestalten, rechtliche Hürden abzubauen und damit Angebot und Nachfrage in angespannten Wohnlagen auszugleichen. Positiv sehen wir die geplanten Erleichterungen im Bereich der Nachverdichtung, die Möglichkeit, bestehende Gebäude einfacher aufzustocken oder Baulücken zu schließen, wird einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von neuen Wohnraum in unseren Städten leisten. Auch die vorgesehenen Vereinfachungen bei Befreiung von Festsetzung der Bebauungspläne sind grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch müssen wir feststellen, dass der große Wurf mit dem vorliegenden Gesetzentwurf leider nicht gelungen ist. Den Erfordernissen der gegenwärtigen Baukrise und den Versprechungen der Bundesregierung wird der Entwurf leider nicht gerecht. Die dringend benötigten Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren gehen nicht weit genug. Gerade angesichts der aktuellen Baukrise wären mutigere Schritte nötig gewesen, um den Wohnungsbau wirklich anzukurbeln und die Bauwirtschaft spürbar zu entlasten. Die Tatsache, dass es 113 Änderungsanträge aus den Bundesländern zu diesem Entwurf gibt, zeigt deutlich, hier besteht noch erheblicher Nachbesserungsbedarf. Wir brauchen jetzt eine echte Beschleunigungsmaßnahme. Erstens eine Straffung von Genehmigungsverfahren. Zweitens die Privilegierung von Wohnungsbauvorhaben auch im Außenbereich mit dem Ziel der Nachverdichtung, vor allem im ländlichen Raum. Drittens generelle Erleichterungen bei der Bebauung von Baulücken und viertens eine generelle Entbürokratisierung und vermehrte Flexibilisierung im Planungsrecht. An diesen Stellschrauben zu drehen, ist eine wichtige Voraussetzung, um dem Wohnungsmangel wirkungsvoll zu begegnen, Planungssicherheit für die Wohnungswirtschaft zu schaffen und auch die Baukosten zu senken. Es ist nicht im Sinne der Vereinfachung, wenn Abwägungen komplexer und schwieriger werden, weil die Anzahl der einfließenden Belange und Bedenken immer größer wird. Auch an dieser Stelle besteht dringender Nachbesserungsbedarf. Zudem sollte die kommunale Ebene stärker entlastet werden, um im Zuge der Städtebauförderung spürbar vom Gesetzentwurf profitieren zu können. Der Bund sollte dazu beispielsweise die Aufstellung von integrierten Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzepten finanziell unterstützen. Leider kommt auch durch Brüssel Sand ins Getriebe. Ich verweise nur auf die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die im Juni 2024 vom Rat der EU mit knapper Mehrheit beschlossen wurde. Mit Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Bundesregierung dieser Verordnung zugestimmt hat. Starre EU-Vorgaben werden zu einer Verschärfung von Flächenkonflikten führen und damit das Ziel, Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum, konterkarieren. Ich erwarte sowohl als Minister als auch als Mitglied des Europäischen Ausschusses der Region ein klares Bekenntnis von der Bundesregierung, dass die Umsetzung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur den Wohnungsbau nicht behindert oder den Wohnungsbau verhindert. Es geht um den Fortbestand unserer Bauindustrie, die bereits jetzt mit der Abwanderung ihrer Fachkräfte zu kämpfen hat. Und es geht um die Zukunft des Wohnens und damit auch um den sozialen Frieden in unserem Land. Es hilft leider nicht, die Transferleistungen wie das Wohngeld immer weiter zu erhöhen und den Kreis der von Sozialleistungen abhängigen Bürgerinnen und Bürger immer weiter zu vergrößern. Nein, es muss mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, selbst genutzt oder zur Vermietung. Und dafür brauchen wir echte Reformen, die Investitionen erleichtern
und Bauvorhaben beschleunigen. Lassen Sie daher die notwendigen Änderungen vornehmen, um dieses Gesetz noch zu einem Erfolg zu machen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Senatorin Dr. Leonard für Hamburg, bitte. Sehr verehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eben schon angeklungen, das Baurecht des Bundes wird mit den Zielen mehr bezahlbarer Wohnraum, mehr Tempo und Innovation, mehr Klimaschutz und Klimaanpassung novelliert. Die Bedeutung für urbane Räume, so auch für Hamburg, ist besonders hoch, denn dort wirkt sich die Krise der Bauwirtschaft besonders stark aus. Die Neubautätigkeit von Wohnungen ist massiv zurückgegangen und mit dem Rückgang sind die Preise nochmals gestiegen. Das Bauplanungsrecht muss als wichtiges Instrument genutzt werden, um die Neuschaffung von Wohnraum auch und gerade von bezahlbarem zu unterstützen. Deswegen begrüßen wir grundsätzlich die guten und richtigen Ansätze in dem Gesetzentwurf, sehen aber auch noch notwendige Änderungsbedarfe. Da hat sich Hamburg auch mit mehreren Anträgen in die Gesetzgebung eingebracht, in denen auch die Expertise aus der Praxis eingeflossen ist. So zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärm, können nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zukünftig bestimmte Werte zum Schutz von Geräuschemissionen festgelegt werden. Und mit dieser Änderung werden die bestehenden Möglichkeiten der planerischen Lärmkonfliktbewältigung vereinfacht und vor allem in urbanen Lagen die Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten gefördert werden können. Damit kann auch gerade in hochverdichteten Räumen dringend benötigter Wohnraum im Rahmen von Wiedernutzbarmachung von Flächen, von Nachverdichtung und anderen Maßnahmen der Innenentwicklung befördert werden, um im Gegenzug Außenbereiche zu schonen. Gerade durch das Heranrücken von Wohnbebauung an gewerbliche oder industrielle Nutzung bedarf es dieser klarstellenden Ermächtigung im Baugesetzbuch, spiegelbildlich zum Entwurf der TR Lärm und ihrer Experimentierklausel, die im Mai diesen Jahres ja schon verabschiedet worden ist. Die Befreiungsregelung in § 31 zum Beispiel wird von dem Erfordernis entkoppelt, dass verordnungsrechtlich ein angespannter Wohnungsmarkt festgestellt bleiben muss, um sie zu nutzen. Allerdings ist die vorgesehene Abweichungsmöglichkeit vom Einzelfallerfordernis abhängig und muss angepasst werden, um Rechtsunsicherheiten bei der Planung vor Ort am besten gleich zu vermeiden. Dadurch könnten dann, wie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, auch bei Befreiungsentscheidungen Wohnungen entstehen, die den Gruppen mit den meisten Schwierigkeiten beim Zugang zum Wohnungsmarkt zugutekommen oder zur Verbesserung von der sozialen Durchmischung in bestimmten Quartieren beitragen können. Es ist gut, dass eine neue Abweichungsregelung zur Schaffung von Wohnraum hier implementiert wird, auf deren Grundlage es befristet bis 27 möglich sein soll, Vorhabenzulassung zugunsten des Wohnungsbaus unter deutlich erleichterten Voraussetzungen schaffen. Wir haben in Hamburg mit der Vorgängerregelung in den vergangenen Jahren erheblich gute Erfahrungen gemacht und finde es ausdrücklich richtig, dass hier unter der Überschrift Bauturbo wieder was vorgesehen ist. Die Ermöglichung von Wohnungsbauabweichen vom geltenden Planrecht muss zur Förderung des bezahlbaren Wohnungsbaus aus unserer Sicht ebenfalls mit der Bedingung zur Errichtung auch mietpreisgebundener Wohnungen verknüpft werden können. Und darüber hinaus setzen wir uns als Hamburg dafür ein, die Ausübung von Vorkaufsrechten in Gebieten mit sozialen Erhaltungsverordnungen wieder zu ermöglichen und das gesamte Instrument des Vorkaufsrechts grundsätzlich zu überarbeiten, um auch mehr Handlungssicherheit vor Ort für die Kommunen zu ermöglichen. Mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Klarstellung bei der Erstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne der Standard-X-Planung gemäß dem Beschluss des IT-Planungsrates zu verwenden, wird die Digitalisierung der Bauleitplanung deutlich im Baugesetzbuch verankert. Eine von Hamburg vorgeschlagene Änderung soll dazu dienen, die Zugänglichkeit von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen im Standard-X-Planung zu verbessern und so datenverlustfrei den Transfer zu erleichtern. Zum anderen korrigiert die vorgeschlagene Änderung, dass bereits festgestellte Pläne zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nicht mehr traditionell ausgelegt werden müssen, sondern nur noch zur Einsicht bereitgehalten
Auch das wäre eine effektive Verfahrensvereinfachung. Meine Damen und Herren, das Bauen der Zukunft muss einfacher werden und den Anforderungen an den Klimaschutz trotzdem gerecht werden. Die Novelle des Baugesetzbuchs ist hier aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Gleichwohl gibt es gerade mit Blick auf die Metropolen an der einen oder Stelle noch Potenzial, was wir heben können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Senatorin. Wir kommen nun zu Frau Ministerin Razafi für Baden-Württemberg, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, für weite Teile Deutschlands bleibt die Wohnraumfrage, das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum, eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich die Wohnraumfrage in den kommenden Jahren weiter zuspitzen wird. Hier muss etwas passieren. Wir müssen alle Hebel in die Hand nehmen, die wir haben, um den Wohnungsbau einfacher und schneller möglich zu machen. Ein ganz entscheidender Hebel ist dabei das Bauplanungsrecht, und an diesem Hebel sitzt der Bund. Der Bund hat es in der Hand, die Spielräume für die kommunale Bauleitplanung entscheidend zu verbessern. Notwendig sind dabei natürlich vor allem solche Instrumente, die eine wirksame Innenentwicklung erleichtern. Denn der Vorrang der Innenentwicklung soll selbstverständlich auch weiterhin gelten. Aber daneben müssen wir auch eine maßvolle Außenentwicklung ermöglichen, denn ohne Neubau wird es nicht gehen, da die Innenentwicklung in zahlreichen Gemeinden und Städten allzu oft an ihre Grenzen stößt. Den Wohnraumbedarf allein im Bestand oder durch Nachverdichtung zu decken, das wird uns kaum gelingen. Daher sind kluge und klare gesetzgeberische Impulse zum schnelleren Planen und Bauen unabdingbar, unverzichtbar. Auf Landesebene haben wir in Baden-Württemberg mit der Reform unserer Bauordnung das angestoßen, und auf Bundesebene liegt nun der Gesetzentwurf zur großen BauGB-Novelle vor, auf den wir ja so lange gewartet haben. Ja, er enthält in der Tat gute Ansätze, die den Bau von Wohnungen durchaus erleichtern und die Planungs- und Zulassungsverfahren beschleunigen können. Ich begrüße zum Beispiel die Aufnahme der befristeten Sonderregelung für den Wohnungsbau, also § 246e BauGB, der mit seinen weichreichenden Abweichungsmöglichkeiten zur Wohnraumschaffung beitragen kann. Diese Regel hat es ja immerhin dann im zweiten Anlauf in den Gesetzentwurf geschafft. Positiv zu sehen ist zudem auch die von der Bauministerkonferenz geforderte Öffnung der erleichterten Befreiungsmöglichkeiten zugunsten des Wohnungsbaus auch außerhalb, also für Kommunen auch außerhalb der Gebietskulisse nach dem § 201a BauGB. Dieser Vorschlag geht auf einen Antrag Baden-Württembergs an die Bauministerkonferenz im Jahr 2022 zurück, und wir freuen uns, dass der Bund hier Vorschläge der Länder aufgreift. Allerdings müssen wir leider feststellen, insgesamt bleibt diese Novelle deutlich hinter dem zurück, was wir uns alle erhofft hatten und was zudem erforderlich wäre, um die aktuelle Baukrise meistern zu können, damit der Motor des Wohnungsbaus auch wirklich wieder anspringt. So schöpfen einige der geplanten Neuregelungen zur Erleichterung der Innenentwicklung ihr Potenzial leider nicht aus, und auch die Bauleitplanverfahren werden nicht wirklich beschleunigt. Statt zu entlasten, kommen sogar oftmals weitere bürokratische Anforderungen hinzu, die das Verfahren zusätzlich verzögern und unnötig schwer machen. Dies gilt zum Beispiel für die im beschleunigten Verfahren eingeführte Planbegründung für die Auswirkungen des Klimawandels. Sie führt ganz eindeutig zu einem unnötigen Aufwand bei den Kommunen, ohne im Gegenzug einen wirklichen Mehrwert zu bringen. Gleiches gilt für die nach § 31 Absatz 3 BauGB vorgesehene Praxis, ferne Pflicht zur Veröffentlichung der jeweils ersten Befreiungsentscheidung, sofern vom Einzelfallerfordernis abgesehen werden soll. Dabei ist doch klar, jede weitere bürokratische Hürde verhindert, verzögert und verteuert den Wohnungsbau weiter. Damit haben wir eine wirklich große Chance vertan. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Diese BauGB-Novelle ist leider kein Bauturbo. Sie klebt dem Bauplanungsrecht höchstens einen Rallye-Streifen auf. Die Optik wird dabei vielleicht etwas schnittiger, aber mehr PoS kommen dadurch nicht in den Wohnungsbau. Damit die BauGB-Novelle wirklich zum Turbo für den Wohnungsbau werden kann, muss der Gesetzentwurf unter Einbeziehung der Länder überarbeitet werden. Hierzu haben wir in der Bauministerkonferenz einen Antrag verabschiedet, der ja ganz grundlegende Schwachstellen des Gesetzentwurfs identifiziert und auch erste Lösungsvorschläge unterbreitet. Und wir haben auch Änderungsanträge in die Beratungen im Bundesrat eingereicht, mit denen wir konkret bestehende Vollzugsprobleme einzelner Neuregelungen aufzeigen. Die zahlreichen Anträge der Länder alleine zeigen ja schon, dass es noch Beratungsbedarf zur Novelle gibt. Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Novelle nicht mehr Instrumente für eine wirklich vereinfachte Planung enthält. Stattdessen findet sich die Beschleunigungswirkung oftmals in Programmsätzen wieder. Gerade in der Bauleitplanung ist der Blick über den Tellerrand ja ganz zentral. So gilt es im Naturschutz- und Emissionsschutzrecht, Flexibilisierungen zu ermöglichen, die das Schutzniveau nicht in Frage stellen, aber Handlungsspielräume eröffnen. Hier bräuchte es aus meiner Sicht deutlich mehr Mut für eine wirkliche Entschlackung der Bauleitplanverfahren von den zahlreichen an sie gestellten Anforderungen. Dies können wir nur gemeinsam angehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Uns liegen noch zwei weitere Wortmeldungen vor. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Senatorin Ünsal für Bremen, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Heute beraten wir über einen Entwurf, Gesetzentwurf der Bundesregierung, der nicht nur von enormer Relevanz für die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen ist, sondern zugleich die unmittelbaren Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land berührt. Denn das Gesetz hat Auswirkungen auf die zentrale Wohnungsfrage, eine der zentralen sozialen Fragen. Es enthält zahlreiche wichtige Änderungen, die es ermöglichen, dem anhaltenden Wohnraumdruck entgegenzuwirken und die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand konsequent zu stärken. Als Zwei-Städte-Staat Bremen mit besonderer Nähe zu seinen Kommunen begrüßen wir ausdrücklich und mit Nachdruck den vorgelegten Entwurf der Bundesregierung. Dieser leistet aus unserer Sicht einen bedeutenden Beitrag zum kostensparenden Bauen sowie zur Entbürokratisierung von Bauleitplanverfahren. Etwa durch die Aufnahme der stadtentwicklungspolitischen Ziele der neuen Leipzig-Charta sowie die bundesgesetzlichen Stärkung der Mehrfachinnenentwicklung. Der Gesetzesentwurf bildet damit eine zentrale Grundlage für eine zeitgemäße und aus unserer Sicht integrierte Stadtentwicklung. Die Verschlankung des Bauleitplanverfahrens durch die Flexibilisierung der Festsetzungsmöglichkeiten und die Erleichterungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie bei der Umweltprüfung sorgen für die dringend benötigte Verfahrensbeschleunigung und Vereinfachung. Die Digitalisierung der Verfahren ergänzt diese materiellen Regelungen. Lassen Sie mich bitte dennoch den Gesetzesentwurf der Bundesregierung in ein größeres Gesamtbild einordnen. Der Wohnungsmarkt in Deutschland steht unter enormem Druck. Die Miet- und Baukosten steigen kontinuierlich, während der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerade in Ballungsgebieten weiter stetig steigt. Hohe Wohnkosten verhindern zudem die gewünschte Mobilität von Menschen zur Ausbildung, Studium oder Arbeit. Das belastet nicht nur unsere Bevölkerung mit geringem Geldbeutel, sondern inzwischen auch die mittleren Einkommen, die zunehmend aus zentralen Wohnungslagen und gewachsenen Quartieren verdrängt werden. Vor diesem Hintergrund ist der heutige Gesetzesentwurf ein bedeutender und bedeutsamer Schritt. Er adressiert die Notwendigkeit, die öffentliche Hand stärker steuern zu befähigen. Städte und Gemeinden sind dabei oft die ersten Adressaten, die den unmittelbaren Druck spüren und reagieren müssen. Daher benötigen sie nicht nur diese finanziellen Mittel, sondern auch rechtliche Instrumente, um die soziale Infrastruktur vor Ort abzusichern. Ein Beispiel, das vor allem das Land Bremen von uns betrifft, aber auch von hoher Bedeutung für uns ist, betrifft die kommunalen Vorkaufsrechte. Im aktuellen Gesetzesentwurf werden die bestehenden Vorkaufsrechte zwar gestärkt, aber aus unserer Sicht nicht ausreichend
und nicht abschließend. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir müssen unsere Kommunen stärker in die Lage versetzen, in strategisch wichtigen Lagen und Grundstücken Wohnanlagen zugunsten und im Sinne des Gemeinwohls zu erwerben. Insbesondere in Stadtstaaten wie Bremen ist das nicht trivial, sicherlich auch anderorts nicht, als öffentliche Hand gegen große Investoren anzutreten, die über enorme finanzielle Mittel verfügen und häufig durch sogenannte Share Deals an den kommunalen Vorkaufsrechten vorbeiziehen. Wir haben daher zwei Änderungsanträge eingebracht, die sicherstellen sollen, dass die kommunalen Vorkaufsrechte in zwei elementaren Punkten ausgeweitet werden. Zum einen fordern wir die Einführung eines gemeindlichen Vorkaufsrechts für Großwohnanlagen ab 50 Wohneinheiten. Wohnanlagen dieser Größe und aufwärts haben erhebliche städtebauliche Auswirkungen, wenn sich hier bauliche Missstände entwickeln. Daher muss hier die öffentliche Hand bei Verkauf den Vorzug vor Privaten haben, um gemeinwohlorientiert handeln zu können. Zum anderen wollen wir das gemeindliche Vorkaufsrecht auch auf sogenannte Share Deals ausweiten. Damit schließt sich eine bestehende Regelungslücke, die es bisher ermöglicht, durch den Verkauf von Unternehmensanteilen die gesetzlichen Bestimmungen zu den gemeindlichen Vorkaufsrechten zu umgehen. Ich möchte deshalb für die Unterstützung und für den gemeinsamen Schulterschluss dieser Änderungsanträge werben. Sie sind notwendig, um das soziale Gleichgewicht in den Wohnquartieren auszubalancieren und die Spekulation mit Wohnraum zu begrenzen. Die heutige große Baugesetzbuchnovelle ist deshalb ein politischer Meilenstein. Sie muss konsequent weiterentwickelt werden, ja, damit wird die Handlungsmöglichkeit in vollem Umfang weiterhin ausgeschöpft werden kann. Gleiches gilt für die Verlängerung der Mietpreisbremse, die wir so schnell wie möglich auf den Weg bringen müssen. Nur so können wir gemeinsam sicherstellen, dass auch in Zukunft ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht und unsere Kommunen für alle lebenswert bleiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Senatorin. Als letztes hat sich zu Wort gemeldet Herr Staatssekretär Dr. Bösinger für das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Bauen in Deutschland muss einfacher und schneller werden. Hierfür braucht es weniger Bürokratie und schnellere Verfahren. Deshalb haben wir das Baugesetzbuch grundlegend überarbeitet und der Entwurf, den wir vorgelegt haben, hat drei Schwerpunkte. Erstens, es geht um Vereinfachung und Beschleunigung. Die Gemeinden sollen in einigen Fällen keine Bebauungspläne mehr aufstellen oder ändern müssen. So soll die Aufstockung von bestehenden Häusern künftig möglich sein, ohne dass ein Bebauungsplan geändert werden muss. Dies soll quartiersweise oder auch stadtweit möglich sein, nicht nur in Städten mit einem besonders angespannten Wohnungsmarkt, sondern überall. Darüber hinaus ermöglichen wir eine stärker verdichtete Bebauung, zum Beispiel auf dem eigenen Grundstück. Wer also einen großen Garten hat, in dem noch viel Platz ist, kann dort künftig leichter noch ein weiteres Haus für seine Kinder oder zur Vermietung bauen. Dies ist für Familien in ländlichen Regionen oder für Vermieterinnen und Vermieter in Ballungsräumen eine deutliche Verbesserung. Mit dem sogenannten Bauturbo gemäß 246e BauGB sorgen wir dafür, dass in Regionen mit einem besonders angespannten Wohnungsmarkt Wohnungsbau ohne einen gesonderten Bebauungsplan genehmigt werden kann. Diese Regelung wird aktuell kontrovers diskutiert. Sie ist nicht neu, weil sie bereits zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften gilt. Wir erweitern die Anwendung jetzt auf angespannte Wohnungsmärkte. Das ist aus Sicht der Bundesregierung gerechtfertigt, weil wir damit der Bauwirtschaft in der Krise einen zusätzlichen Impuls geben wollen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb wir die Regelung bis zum 31.12.2027 befristen wollen. Wir überlassen es zudem den Kommunen, selbst darüber zu entscheiden, diese Neuregelung anzuwenden. Und wir halten weiterhin das europäische Umweltrecht ein. Diese Neuregelung entlastet Kommunen in einer besonders angespannten Wohnungsmarktsituation. Sie können ihre Kapazitäten dort einsetzen, wo Planung nötig und sinnvoll ist, insbesondere bei großen Projekten. Mit dieser Regelung geben wir Kommunen mehr Flexibilität, um in Ballungsräumen mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Meine Damen und Herren, auch die Bauleitplanverfahren werden vereinfacht.
Hierzu wollen wir die Umweltprüfung straffen. Umweltberichte sollen kürzer werden und die öffentlichen Bekanntmachungen, zum Beispiel zur Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sollen von nun an digital erfolgen. Zudem führen wir eine Innovationsklausel ein, damit veraltete Bebauungspläne schneller aktualisiert werden können. Zweitens, wir wollen mit der BauGB-Novelle die Schaffung von Wohneigentum fördern und die Mieterinnen und Mieter besser schützen. Besonders in den Großstädten fürchten viele Menschen, dass ihre Mietwohnung durch Verkauf zu einer Eigentumswohnung umgewandelt wird und sie ausziehen müssen. Hier haben sich Enteignungsgeschäftsmodelle entwickelt, die wir nicht hinnehmen können. Deshalb haben wir den Umwandlungsschutz verlängert. Außerdem wollen wir die Umgehung von Vorkaufsrechten verhindern. So soll das Vorkaufsrecht der Kommunen auch Fälle erfassen, in denen Eigentumswohnungen inklusive Grundstück als Paket verkauft werden. Dann kann künftig das kommunale Vorkaufsrecht angewandt werden. Drittens, wir setzen mit dem BauGB ein Zeichen für die Klimaanpassung in Städten und in ländlichen Räumen. Starkregenereignisse, unter anderem im Ahrtal, im Saarland oder in Bayern, haben uns doch deutlich aufgezeigt, dass wir entsprechend reagieren müssen. Wir können heute keine bauliche Maßnahme mehr angehen, ohne dabei mitzudenken, wie wir uns vor zunehmenden Hitzeperioden und Starkregen schützen. Deshalb sollen die Kommunen bei der Schaffung von Baurecht die Klimaanpassung stärker berücksichtigen können. Damit werden Starkregen, Flut- und Hitzeprävention gestärkt und Bepflanzungen vereinfacht. Konkret schaffen wir damit die Möglichkeit, auch bei Vorhaben ohne Bebauungsplan Fassadenbegrünung oder eine Versickerungsanlage auf dem Grundstück anordnen zu können. Bauherren sollen zukünftig außerdem innerhalb einer bestimmten Frist den zuständigen Behörden mitteilen, dass sie sogenannte Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt haben, zum Beispiel, dass sie Bäume gepflanzt haben. Damit erleichtern wir es den Kommunen sicherzustellen, dass Auflagen auch tatsächlich erfüllt werden. Und wir machen es leichter, Flächen multifunktional zu nutzen. Zum Beispiel können zukünftig Sportplätze auch als Retentionsflächen geplant werden, also auch Flächen geschaffen werden, auf dem Wasser bei Überflutungen gespeichert werden kann. Meine Damen und Herren, durch die Baugesetzbuchnovelle sollen somit erstens die Leitplanken deutlich weitergesetzt werden für ein einfaches, schnelleres Bauen und die zügige Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. Zweitens, Mieter besser vor Verdrängung geschützt werden und drittens, Kommunen mehr Möglichkeiten zur Begrünung und Klimaanpassung erhalten. Wie wichtig diese Themen und damit auch diese Novelle sind, lässt sich auch an der Vielzahl der Anträge des Bundesrates ablesen. Für die vielen Diskussionsanstöße aus den Ländern, auch schon in den vorangegangenen Expertengesprächen, danke ich im Namen meines Hauses ausdrücklich. Ich freue mich, wenn Sie diese wichtige Novelle auch im weiteren Verfahren konstruktiv begleiten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Auch Erklärungen zu Protokoll sind nicht abgegeben worden. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Daraus rufe ich auf die Ziffer 3. Das eine Minderheit. Ziffer 7. Es ist ebenfalls eine Minderheit. Ziffer 8. Das eine Mehrheit. Ziffer 9. Eine Mehrheit. Ziffer 10. Das ist eine Minderheit. Ziffer 12. Das ist eine Minderheit. Ziffer 13. Das ist eine Minderheit. Ziffer 14. Auch das ist eine Minderheit. Ziffer 15. Das ist eine Minderheit. Ziffer 16. Eine Mehrheit. Ziffer 18. Eine Mehrheit, Ziffer 21. Eine Minderheit, Ziffer 24. Eine Mehrheit, Ziffer 27. Eine Minderheit, Ziffer 31. Eine Minderheit, Ziffer 32. Eine Minderheit, Ziffer 33. Eine Minderheit, Ziffer 34.
Eine Mehrheit, Ziffer 35. Eine Minderheit, Ziffer 37. Eine Mehrheit, Ziffer 38. Eine Minderheit, Ziffer 39. Eine Mehrheit, Ziffer 40. Eine Mehrheit, Ziffer 41. Eine Mehrheit, Ziffer 42. Eine Mehrheit, Ziffer 43. Eine Mehrheit, Ziffer 44. Eine Minderheit, Ziffer 45. Eine Minderheit, Ziffer 46. Eine Minderheit, Ziffer 47. Ebenfalls eine Minderheit, Ziffer 48. Eine Minderheit, Ziffer 49. Eine Minderheit, Ziffer 62 wird vorgezogen. Bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 62. Eine Mehrheit, damit entfällt Ziffer 51, Ziffer 52. Eine Mehrheit, Ziffer 53. Eine Mehrheit, Ziffer 54. Eine Mehrheit, 54 bitte nochmal. Eine Mehrheit, Ziffer 55. Eine Minderheit, Ziffer 56. Eine Mehrheit, Ziffer 57. Eine Mehrheit, Ziffer 58. Eine Minderheit, Ziffer 59. Eine Minderheit, Ziffer 60. Ebenfalls eine Minderheit, Ziffer 61. Eine Mehrheit, Ziffer 63. Eine Mehrheit, Ziffer 64. Eine Minderheit, Ziffer 65. Eine Minderheit, Ziffer 66. Bitte die Handzeichen für 66 ist eine Mehrheit. Ziffer 67 ist eine Minderheit, Ziffer 68. Ist eine Minderheit, Ziffer 69. Eine Minderheit, Ziffer 71. Eine Mehrheit, Ziffer 72. Eine Minderheit, Ziffer 73. Ist eine Mehrheit, Ziffer 75. Ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 77. Wir kommen nun zur Abstimmung für Ziffer 76. Ist eine Mehrheit. Ziffer 78. Ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 79. Wir kommen nun zur Ziffer 81. Ist eine Minderheit. Herr Minister Liminski, Nordrhein-Westfalen, gibt eine Erklärung zu Protokoll. Wir kommen nun zur Abstimmung über Ziffer 82. Das ist eine Minderheit. Ziffer 83. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 84. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Ziffer 85. Das ist eine Minderheit. Damit geht es weiter mit der Ziffer 86. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 87. Das ist eine Minderheit. Ziffer 88. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 89. Das ist eine Mehrheit. Bitte Ihr Handzeichen für die Ziffern 92 und 95 gemeinsam. Das ist eine Minderheit. Ziffer 93. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 94. Es ist eine Minderheit. Ziffer 96. Ist ebenfalls eine Minderheit. Ziffer 97. Ist eine Minderheit. Nun die Ziffer 100.
Das ist eine Minderheit. Nun die Ziffer 101. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 102. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Ziffer 104. Das ist eine Minderheit. Ziffer 105. Das ist ebenfalls eine Minderheit. Ziffer 106. Es ist eine Mehrheit. Ziffer 109. Es ist eine Minderheit. Ziffer 110. Es ist eine Mehrheit. Ziffer 111. Es ist eine Minderheit. Ziffer 112. Es ist eine Minderheit. Ziffer 113. Das ist eine Mehrheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen. Und wir verlassen den Tagesordnungspunkt 27 und kommen nun zum Tagesordnungspunkt 29. Bericht über die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union 2024.